Servus Leute, was geht? Ich bin Nico Ramazzotti und willkommen auf Musikpunch TV. Ja Freunde, Sekko hat einen neuen Song getroppt und zwar mit dem Namen Money. Vorhin eine Single rausgeballert mit dem Namen Je ne sais pas. Er bringt ja auch demnächst, wie gesagt, als seine EP raus. Auch mit dem Namen Je ne sais pas kann man sich ruhig mal gönnen, würde ich sagen, Freunde. Und ich dachte mir, zur Feier des Tages hören wir uns den Track gemeinsam an. Ich werde hinten am Fernseher ein bisschen angucken und ein bisschen drauf reagieren, so wie ihr das kennt. Dies, das, Ananas, ihr wisst Bescheid. Und ich wollte damals ja auch auf das SKK-Special reagieren, aber da hatte ich leider keine Zeit gehabt. Von Sekko habe ich schon das eine oder andere Song wirklich mir angehört und echt bin sehr, sehr krass überrascht von ihm. Seine Entwicklung gefällt mir sehr, sehr gut. Starker Rapper mittlerweile, sehr gute Musik macht er und wie gesagt, hören wir uns heute den Track gemeinsam an und würde sagen, legen wir los. Money, also Money, Sekko, los geht's. Leute, das fängt sehr, sehr episch an. Und hier sieht man schon Sekko. Also ich bin sehr gespannt. Ich mache gerade den Fernseher mal ein bisschen lauter, dass man auch ein bisschen was versteht. Ich mag es besonders, wenn halt so Stimmen, wie jetzt hier im Beispiel gerade, so gesanglich halt sowas untermalen, finde ich sehr, sehr nice. Also scheint ein guter Beat zu werden. Also Sekko steigt direkt mit der Hook ein. Also beim letzten Lied, Je ne sais pas, war es auch so gewesen, dass er erst mit der Hook angefangen hat. Also guter Einstieg auf jeden Fall in den Song auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut. Ich finde es sehr interessant, dass er über Geld rappt halt. Also er hat es geschafft, er hat sich weiterentwickelt von damals, vom SKK-Special, hat er stetig weiterentwickelt mit Lass sie wissen, kam dann mit Altana, sehr, sehr geiler Track. Nicht zu vergessen, der Track Traum von Sekko und Featuring Altana, auch sehr, sehr nice. Man muss wirklich sagen, Sekko hat sich sehr, sehr weiterentwickelt, was das seine musikalischen Werdegang angeht. Damals mit, der Song hieß irgendwas mit Mein Weg oder so ähnlich, war auch sehr, sehr krass. Also damals Parodien wurden noch belächelt, aber mittlerweile kann man nicht mehr leugnen, dass Sekko mittlerweile sich so entwickelt hat, dass er ein krasser Musiker ist auf jeden Fall, guter Rapper auf jeden Fall, anerkannt. Ich hoffe, seine EP startet durch. Ich würde mir die EP auf jeden Fall gönnen, auf jeden Fall, Freunde. Je ne sais pas kann man sich schon vorbestellen auf Amazon und sehr, sehr nice. Ja, das glaube ich ihm sogar, dass wegen Patte schon oft nur verarscht wurde. Also als YouTuber mit einer Million Abonnenten, es ist schon nicht, denke ich mal, so leicht, mit dem ganzen Geld und Fame umzugehen. Also ich finde, SKK ist sehr bodenständig geblieben, also meiner Meinung nach. Und kommen auch immer sehr sympathisch rüber in ihren Videos. Also Respekt an die Jungs auf jeden Fall. Stabiles Video, Freunde. Also ich habe in dem Vlog gehört von ihm, dass das Video in Madrid gedreht wurde. Sehr, sehr nice. Also seine Videoproduktion sowieso, auch Jacques Cousel, sehr, sehr nice. Auf jeden Fall geile Videos, coole Drehorte. Von der Performance her auch sehr, sehr stabil, muss ich sagen. Sie sagen, wir tun alles nur für Geld. Dabei haben sie kein Problem, was sie uns unterstellen.
Natürlich ist das Geld ein Fundament, jedoch gibt es hier noch mehr in unserer Welt. Ihr habt uns unterschätzt. Wir sind hier die neue Ära, heute Thema. Deshalb passt ihr nicht in unser weites Schema. Das Money raubt euch eure Seele. Will was sagen, wenn von Tag zu Tag mein Ego wächst? Also fick drauf, was gestern war. Vielleicht ist heute ja mein bester Tag. Auf ein alter Freund und Blender war. Wenn ich stolz auf mich, das Geld geschichte. Seko kann man auf jeden Fall als Vorbild sehen. Also, wie gesagt, ja, die haben sich damals von klein auf immer weiter entwickelt in Sachen Unterhaltung, SKK, sowieso einer meiner absoluten Lieblingskanäle. Also, ich hab Gänsehaut. Ohne Scheiß, ich hab Gänsehaut. So Leute, das Video ist vorbei. Also ich muss sagen, krasser Song. Hat mir sehr gut gefallen. Ich fand ihn ein bisschen anders als Schönes Apache. Vielleicht ein bisschen was anderes erwartet vielleicht. Aber trotzdem sehr, sehr netter Song, würde ich sagen. Und ich würde dem Ganzen sogar eine Note draufsetzen. Mit seinem bester Song auf jeden Fall. Und ich würde sagen, gönnt euch doch alle mal die EP Je ne sais pas. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Unterstützt den Künstler. Auf jeden Fall würde ich auch tun. Kommt demnächst raus, wie gesagt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten neuen Videos wieder. Bis dort, macht's gut. Musik Punch TV.